Ludwig, Prinz von Bayern, im der Erbe des Märchenkönigs. Gäbe es in Bayern noch die Monarchie, wäre er irgendwann König. Optisch ähnelt Ludwig Prinz von Bayern. 40, Ururenkel des letzten bayerischen Königs, seinem berühmten Vorfahren Ludwig II. Frappierend. Der Luxus allerdings, in dem der Märchenkönig einst schwelgte, bedeutet ihm nichts. Statt im Federbett schläft Ludwig Bayern, wie der IT-Unternehmer und Entwicklungshelfer sich im Alltag nennt. Lieber im Zelt. Und noch ein Unterschied, im frühen Jahr wird er in München ja zur niederländisch-kanadischen Politik- und Kriminalwissenschaftlerin Sophie Alexandra Ewiking. 32, Sagen. Der Märchenkini blieb zeitlebens unverheiratet. Ludwig II. Ist ein Teil des Lebensgefühls und sogar der Popkultur in Bayern. Wenn man mit ihm verwandt ist und die familiäre Verbindung spürt, ist das eine großartige Sache. Es kommt auch drauf an, ob ich gerade beim Haareschneiden war oder nicht. Bald werde ich älter sein, als er es werden durfte. Ich bin gespannt, ob danach die Vergleiche zum Aussehen vorbei sind. Der König sprühte vor Kreativität. Diese Passion, etwas erschaffen zu wollen, kann man von ihm lernen. Was haben Sie bisher geschaffen? In den letzten 10 Jahren war ich die meiste Zeit in Afrika und habe etliche Projekte betreut. Eines heißt Learning Lyon und ist aus Stein, ein Ausbildungscampus in Kenia, auf dem wir IT-Unterricht in der Wüste anbieten. Diesen Campus habe ich von der Entstehungsphase an mitbegleitet. Ein gesamtes Covid-Jahr habe ich dort auf der Baustelle verbracht. Man wohnt in einfachen Hütten aus Palmblättern. Es gibt kein fließend Wasser und oft keinen Strom. Aber alle haben inzwischen Internet und Smartphones, lacht. In Afrika schlafe ich in Gästezimmern oder Zelten. Manchmal auch unter freiem Himmel. Das ist besonders schön. Nur noch wenige. Die kleinen wilden Tiere können jedoch gefährlich werden. Vor allem Schlangen und Skorpione. Hat sie schon mal ein Skorpion erwischt? Immer mal wieder. Meiner Erfahrung nach sind die meisten Skorpionbisse mit einem starken Wespen- oder Hornissenstich vergleichbar und in der Regel nicht lebensgefährlich. Indem man gut schwimmen kann. Dort leben zwar Krokodile, aber sie verhalten sich sehr territorial. Das heißt, man weiß immer, wo sie sind. Unfälle passieren selten. Und wenn, liegt die Schuld beim Mensch und nicht beim Krokodil. Wer meint, zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten Plätzen ins Wasser gehen zu müssen, provoziert die Tiere. In der prallen Sonne hingegen jagen sie weniger. Und das Gefühl, Dinge von Grund an aufbauen zu können, das hat man in einem Land am Anfang seiner modernen Entwicklung noch sehr viel mehr. Außerdem gab's vor Ort einen weiteren deutschen Prinzen, meinen leider vor kurzem verstorbenen Onkel. Den Missionsbenediktiner Pater Florian. Er hat 40 Jahre in Afrika gelebt, von daher war man uns schon gewohnt. Prinz sein ist aber nichts, was eine große Rolle spielt. Wäre Entwicklungshelfer Ihr Traumjob, für Sie ist ja eigentlich eine andere Aufgabe vorgesehen. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht auch anderen Dingen intensiv widmen kann. Zurzeit ist Ihr Großonkel Franz Herzog von Bayern Chef des Hauses Wittelsbach. Der Herzog Franz ist das Familienoberhaupt und wird von der Familie und mir extrem geschätzt. Ich hatte das Glück, dass ich ihm schon vor meiner intensiven Afrika-Zeit einige Jahre in der herzoglichen Verwaltung über die Schulter schauen konnte. Mir hat viel geholfen zu sehen, was es zu tun gibt und wofür er seine Lebenszeit aufgewendet hat. Meiner Ansicht nach erfüllt er seine vielen Aufgaben mit Ruhe und Geschick. Gleich gegenüber von Neuschwanstein. Technisch gesehen ist es kein Ludwig II. Schloss. Weil sein Vater es schon gebaut hat. Doch Ludwig hat große Teile seiner Jugend dort verbracht. Auch ich war als Kind oft dort. Ich finde, in einem Schloss geht es nicht nur um Wände und das Äußere, sondern um das, was darin passiert ist. Bevor das aus brandschutztechnischen Gründen zu schwierig wurde, wir übernachteten von da an im Ort. Als Kind bin ich um 6 Uhr morgens hochmarschiert und habe im Garten gespielt.
Tatsächlich aufgewachsen bin ich aber auf Schloss Kaltenberg. Dem Anwesen ihres Vaters Luitpold Prinz von Bayern, bekannt für seine Ritterspiele. Zwar ist ein altes Gebäude wie Kaltenberg nicht leicht zu heizen und birgt ein paar andere Probleme. Aber für Kinder ist es ein herrlicher Ort. Wünschen Sie sich, dass Ihre Kinder einmal so aufwachsen wie Sie? Wo ich eines Tages mit der Familie wohnen werde, wird die Zukunft zeigen. Für Kinder ist es vor allem wichtig, auch mit dem nötigen Schutz der Privatsphäre aufzuwachsen und so normal wie möglich, was auch immer das heißt, schmunzeln. Dass man Unternehmen probiererisch angehen und versuchen sollte, selbst etwas auf die Beine zu stellen. Auch wenn nicht gleich aus allem etwas wird. Ich habe Webseiten mit Freunden entwickelt, das, was unsere jungen Menschen in Afrika jetzt machen. Ja, auf der Wiesn habe ich erfahren, wie es ist, hinter der Bar zu stehen und Gläser abzuspülen. Geschadet hat das nicht. Sie hätten sich sagen können, ich bin ein Prinz aus guter Familie, ich muss das nicht tun. Ist, im Nichtstun zu versinken. Man sollte immer nach Neuem suchen und sich sinnvoll beschäftigen. Sie suchen sich immer wieder neue Herausforderungen. Etwa den Löwenmarsch, bei dem sie vor kurzem 100 Kilometer am Stück für einen guten Zweck gegangen sind. Das Schwerste dabei ist nicht das Laufen, sondern der Versuchung des Aufgebens zu widerstehen. Da hatte ich einen Vorteil, weil das für mich als Initiator keine Option war. Wenn man wie ich weiß, dass das nicht geht, hat man das Glück, dass man dieser Stimme nicht zuhören darf. Das Ganze ist eine mentale Sache. Es schadet aber auch nicht, wenn man vorher etwas trainiert hat. Die Gegend um Berchtesgaden mag ich sehr, und rund um Schwangau kenne ich jeden Winkel. Es muss sportlich ablaufen, mindestens 6 Stunden sollte eine Wanderung schon dauern, erst dann zählt's.